Was wird aus ihm? Es gibt keine Exekution. Vorläufig nicht. Sagen wir, ich untersuche die Angelegenheit noch einmal. Der Galgen ist kein Ort für Gespräche. Reden wir bei mir weiter. Deine Freunde lasse ich inzwischen laufen. Aber sie müssen in der Stadt bleiben. Ich erwarte dich am Abend. Komm nicht vor der Dämmerstunde. Ich hab zu tun. Und noch eins. Willkommen in Flotsam, Hexer. Dankeschön. Okay. Die wollten uns wirklich aufknüpfen. Umbringen. Ich weiß nicht. Ich wollte den Turm gar nicht anzünden. Schon in Ordnung, Rittersporn. Verschwinden wir hier. Wir stehen in deiner Schuld, Hexer. Meinen Dank. Jetzt aber ab in die Schenke. Rittersporn, kipp eins, dann geht's wieder. Und du, Geralt, erhältst bei der Gelegenheit erbauliche Kunde von der hiesigen Heuchelei, wie man Wollust mit falschem Anstand tarnt. Okay. Dann folgen wir den beiden mal, würde ich sagen. Aushänge. In die Schenke. Könnten interessant sein. Okay. Na komm. Geht rein. Okay, jetzt. Oh, die Schenke sieht doch mal ganz nett aus. So, meine Freunde. Ach, Tod und Teufel, das war aber dicht am Leder. Heder, Wirt, bring Schnaps! Triss Merigold, da sollen mich doch die Läuse beißen. Du siehst bezaubernd aus. Vielleicht ein bisschen blass? Zaubern kann anstrengend sein, aber ich bin bald wieder in Form. Schön, dich zu sehen, Zottelbart. Erzählt ihr uns mal, was hier los ist. Ihr wolltet doch vor einem Monat zu Soltans Hochzeit gefahren sein. Was macht ihr hier? Ist alles den Bach runtergegangen. Vergiss die Hochzeit. Habt ihr von Foltest gehört? Gerüchte reisen schneller als der Wind. Ich würde gern die Wahrheit erfahren. Winde und Gerüchte interessieren mich nicht. Wie ist Foltest gestorben? War der wirklich ein Drache? Wer regiert in Temerien? Luft holen, Rittersporn, du verschluckst dich noch. Der Drache. Tja, der ist dort eben aufgetaucht. Mehr weiß ich auch nicht. Wo hatten die Lavalettes den denn plötzlich her? Er soll ja groß wie eine Scheune gewesen sein und für sie gekämpft haben. Drachen sind nicht für politische Parteinamen bekannt. Vermutlich hatte er einfach nur sein Gelege in der Nähe. Hättest du ihn nicht vertrieben, hätte Foltest die Burg nicht erobern können. Möglich, aber das ist Spekulation. Was ist passiert? Was ist Zeit? Die Breckenricks haben die Verlobung gelöst. Irgendein Krummschwanz hat herumgetratscht, dass ich mich dem Aufstand in Wysima angeschlossen habe. Mein beinahe Schwiegervater duldet keinen Aufrührer, Banausen und Dämlack in der Familie. Wirt, wo bleibt der Schnaps? Eins nach dem anderen. Eine Woche nach dem Tod des Großmeisters kamen wir nach Mahakam. Wir kauften eine tolle Doublette für Soltan, dazu Schuhe von Giribuldi. Für Eudora einen faustgroßen Jadeit. Wir haben uns verausgabt bis auf den letzten Oren. Und Rittersporn hat mir im Etablissement Enge Pforte noch einen Junggesellenabschied ausgerichtet. Tags darauf waren wir bei den Breckenricks, plauderten ein Weilchen mit ihnen über die Überlegenheit der Bergwerkskunst von Mahakam. Dann ging's zu Tisch. Als ich schon glaubte, alle Geheimnisse des Montanwesens zu kennen, wurde die Suppe aufgetragen. Da wurde es mucksmäuschenstill und der alte Breckenrick sagte, ein echter Zwerg arbeitet im Bergwerk und jagt nicht dem Kriegsruhm hinterher. Du wirst es nicht glauben, Geralt. Sie haben ihm Schwarzsauer serviert. Pechschwarz. Sie müssen es mit Kohle gekocht haben. Nun lasst uns essen, fügte er noch hinzu. Dann schlürfte er einen ganzen Teller von diesem Schweinefraß leer. Dieser alte Schafsbock soll sein Bergwerk doch über ihm zusammenbrechen. Okay. Seit wann arbeitest du für Roche? Als du Temerien vor dem Großmeister und seinen Mutanten gerettet hast, hat dir das niemand vorgeworfen. Ich mache dir keinen Vorwurf, ich frage nur. Du kannst tun, was du willst, bist ja erwachsen. Jetzt übertreibst du aber. Lacht nur, lacht. Ich habe beschlossen, etwas Nützliches zu tun. Früher hast du für Redanien spioniert, jetzt tust du es für Temerien. Manche würden dich einen Verräter nennen. Von der Poesie allein kann man nicht leben. Ich bin ein Weltbürger. Solange ich nicht Kaiser M hier diene, tue ich nichts Unrechtes.
Komm schon, Geralt, der spioniert ein bisschen herum, bis es ihn langweilt. Du kennst ihn doch. Loredo sagt, du hältst es mit den Scoia'tael. Stimmt das, Soltan? Du kennst mich doch, Geralt. Ich habe in meinem Leben schon dies und das getan. Aber ein Bandit bin ich nicht. Die Scoia'tael halten sich auch nicht für Banditen, wie wir wissen. Aber ich bin kein Scoia'tael. Triss, erzähl, wer jetzt regiert. In solchen Sachen bist du Expertin. Das Land stürzt in immer größeres Chaos. Die alten Geschlechter haben einen erbarmungslosen Machtkampf angezettelt. Klingt nach Baron Kimbold und Graf Maravel. Die auch. Nach dem Mord, als Geralt im Gefängnis saß, trafen sich die Mächtigen bei der Burg der Lavalettes, um einen neuen Herrscher zu küren. Es dauerte 3 Tage. Sah eher nach Jahrmarkt aus als nach einer aristokratischen Beratung. Dieses Geschacher mit Ämtern, Posten, Einfluss und Privilegien. Menschen eben. Es gab einige Duelle, ein paar Vergiftungen, aber keinen neuen König. Stattdessen um ein Haar einen Bürgerkrieg. Was war mit den Zauberern? Eben, wo waren die grauen Eminenzen dieser Welt, als sie gebraucht wurden? Waren nicht eingeladen. Ich übrigens auch nicht. Aber die Zauberer, besser gesagt einige einflussreiche Zauberinnen hinter den Kulissen, wussten die Krönung von Graf Kimbold zu verhindern. Ich habe mal an seinem Hof gesungen. Er hat nicht bezahlt und den reinsten Schweinefraß aufgetischt. Wenn der König wird, verdufte ich aus Temerien. War es wie immer oder ist was dabei rausgekommen? Es war wie immer. Die einzige Hoffnung ist Johann Natalis. Der Sieger von Brenner, Foltests Vertrauter. Mhm. Während der Beratungen war er ein paar Tagesreisen von der Burg entfernt, mit 2000 Mann unter Waffen. Er soll den Frieden garantieren, bis ein akzeptabler Monarch gefunden ist. Das Herrschen könnte ihm gefallen. Glaub ich nicht. Natalis ist Soldat. Er hat weder das Zeug zum Herrscher, noch will er einer sein. Aber er hat die Armee hinter sich. Richtig. Darum ist er imstande, Frieden zu garantieren. Einen bröckligen zwar, aber immer noch besser als Bürgerkrieg. Außerdem ist er enorm verschuldet bei der Zwergenbank, deren Haupteignerin Philippa Eilhardt ist. Eine Zauberin. Okay. Schluss jetzt mit Politik. Der Mörder hatte im Turm auf Foltest gewartet, wo die Lavalettes die Kinder versteckt hatten. Er wusste gut Bescheid. Was hast du denn dort gemacht? Ich sollte den König beschützen. Seit dem ersten Anschlag hat Foltest mich als seinen Talisman betrachtet. Er befahl mich für die Schlacht an seine Seite. Dann trennte der Drache uns von der Armee. Der Königsmörder war als blinder Mönch verkleidet. Er ließ den König die Kinder begrüßen, wartete, bis ich mich ein Stück entfernt hatte, und schnitt ihm dann den Hals von einem Ohr zum anderen durch. Wie konnte er entkommen? Er sprang aus dem Fenster in den Fluss, wo Jorvets Scoia'tael auf ihn warteten. Alles durchdacht und vorbereitet. Und deshalb verfolgst du ihn? Weil er den König getötet hat? Man hat mich dieses Mordes bezichtigt. Von dem Verdacht muss ich mich reinwaschen. Und ich habe ihm in die Augen gesehen, bevor er floh. Er war ein Hexer. Dann erschienen die tapferen temerischen Soldaten. Ich bekam eins übergezogen und verlor das Bewusstsein. Die 8000 Orens vom König sind wohl der Finanzkrise. Leute, rette sich, wer kann! Das Ungeheuer greift an! Wir sollten besser gehen. Da wirft jemand Zauber. Was bist denn du eigentlich für eine Zauberin? Hörst du nicht? Warum hast du ihm nicht geholfen? Er lebt doch. Das Ungeheuer will ihn mit sich reißen und du glotzt wie die Kuh vorm neuen Tor. Hüte deine Zunge. Also, wo ist dieses Ungeheuer? Frag die da. Geralt. Schon klar. Wir haben uns gekannt. Na prima. Gleich und gleich gesellt sich gern. Sagen wir, ich habe schon von dir gehört. Hexer,
Das Ungeheuer hätte Sosek um ein Haar auf den Grund gezogen. Willst du hier herumflirten? Was ist denn passiert? Ich kam nach Flotsam, um den Kairan zu töten. Den Kairan? Das Ungeheuer, das den Hafen blockiert. Wir hatten soeben das Glück, ihn in seiner ganzen Schönheit zu bewundern. Aber die Leute haben ihn verschreckt. Glück? Hörst du, Sosek? Du hattest Glück. Und wie kommt das Ungeheuer plötzlich in den Hafen? Vielleicht hat es die Hexe herbeigerufen. Um es in seiner ganzen Schönheit zu bewundern? Sosek sieht nicht gerade rosig aus. Schafft ihn hier weg. Allerdings, wir haben genug geplappert. Los, Jungs, bewegt euch. Was denn? Ich denke, wir kloppen uns jetzt. Schnauze, wir gehen. Verzeihung, wenn ich störe. Ich bin Ludwig Merse, Flotsams Zuständiger für Monsterprobleme. Und ich wüsste gern, ob die Herrschaften sich vielleicht des Kairans annehmen würden, einer scheußlichen Bestie im Fluss, die den kompletten Handel lahmlegt. Nun, Hexer, arbeiten wir zusammen? Üblicherweise arbeite ich allein. Aber ich war zuerst hier und trete diesen Auftrag nicht an dich ab. Also hopp oder top, wie die Leute hier sagen. Also gut, ich mach mit. Wegen der Belohnung. Bitte handelt sie mit den Kaufleuten bei den Docks aus. Die Herrin de Tankerville hat wohl schon erste Verhandlungen geführt. In der Tat. Dann will ich nicht weiter stören. Triss, wie lange soll ich denn noch warten, bis du mich vorstellst? Sheila de Tankerville, Beraterin der Königin Soleika von Kovir. Kovir liegt weit im Norden. Das stimmt. Ich hatte meine Zweifel, ob dieser Kairan eine solche Reise wert wäre. Aber nach dem heutigen Auftritt bin ich überzeugt davon. Suchst du hier Ingredienzen? Triss Merigold, scharfsinnig wie immer. Ihr dachtet an... Trollaugen, Ghoulgift, Jungfernblut. Alles grässliche Wundermittel, die man von aussterbenden Gattungen extrahiert. Wir werfen sie zum Sabbat in den Kessel. Stimmt's, Triss? Absolut. Jungfrauen sind eine aussterbende Gattung. Immer noch einen Witz wie ein Rasiermesser. Aber Scherz beiseite. Hast du diesen Tentakel gesehen? Was hältst du davon? Das Vieh muss riesig sein. Bestimmt hat es in einem Zufluss des Ponta gehaust. Jetzt ist es ausgewachsen und braucht neue Jagdgründe. Da freut es sich über ganze Barken voll fetter Kaufleute. Cedric sagt, der Kairan sei vor etwa einem Monat aus den nördlichen Sümpfen gekommen. Cedric? Ein Elf und ehemaliger Skoyatel. Seltsamer Kauz, aber er weiß allerhand über die Gegend und das, was darin so lebt. Ich muss mich umschauen und ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Hexernachforschungen? Geheime Rituale? Mehr oder weniger. Ich rede mit den Kaufleuten über die Belohnung, besuche Cedric und melde mich dann. Du findest mich im Wirtshaus. Dort habe ich im ersten Stockquartier bezogen. Dort ist ein Bordell. Danke für die Warnung. Okay, die scheinen sich hier nicht gerade zu mögen. Triss. Wie lebt es sich mit den Soldaten Roches? Toll. Ich kenne so ziemlich alle Fäkalwitze der Welt und weiß nun, dass man den offiziellen Titel des Kaisers rülpsen kann, ohne vorher Bier getrunken zu haben. Außerdem weiß ich, dass der Kurze 16 Kinder hat. Und alle tragen die Namen temerischer Divisionen. Sein Spitzname rührt übrigens nicht von seinem Geschlechtsteil her. Aber nett, dass du dich um mich sorgst. Deine Stimmung scheint ja prima zu sein. Ich mag sie irgendwie. Es sind gute Menschen. Einer hat mir sogar einen Antrag gemacht. Wer ist der Wagemutige? Das behalte ich für mich. Ich dachte, dass Roches Jungs wenigstens ein klein wenig Respekt vor mir hätten. Das Pogrom in Riva. Ich weiß wieder alles. Der Pöbel, abgeschlachtete Anderlinge. Ein Junge mit einer Mistgabel. An was erinnerst du dich noch? An den Tod. Oder einen ähnlichen Zustand. Ich weiß nicht genau. Ich spürte, wie mein Leben entweicht. Ach, ich war dort. Nur einen Augenblick danach. Zu spät. Ach, das sind nur Erinnerungen. Wir haben jetzt ganz andere Sorgen. Ist erst mein Gedächtnis zurück, finde ich Antworten auf viele Fragen, die die Gegenwart betreffen. Das spüre ich. Okay. Dann erstmal adieu. Und dann gehen wir mal zu den Händlern. Ich glaube, die sind hier. Unten irgendwo. Guten Tag. Ja, okay.
Ich meine, hier hinten bei den...